Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marktkommunikation in der Energiewirtschaft. Wir haben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es gab einerseits einige Videos rund um die MAKO 2020, Marktkommunikation 2020. Das war so ein großes Update, wo sich viele Regeln geändert haben. Wir haben auch ab und zu schon mal über Marktstrukturen, Marktrollen in der Energiewirtschaft gesprochen, wo schon mal klar wurde, wir haben irgendwie voneinander getrennte Unternehmen, die jeweils sich um ein Themenfeld kümmern, zum Beispiel den Kraftwerksbetrieb, andere um den Netzbetrieb, andere um die Messstellen und nochmal andere um die Versorgung der Endkunden über Tarife, also Verträge schlussendlich. So. Und genau das bedeutet ja auch, wenn diese Unternehmen voneinander getrennt sind, dann müssen die ja irgendwie miteinander reden. Na, dann müssen ja irgendwie Prozesse durchgeführt werden und ausgetauscht werden. Und das ist dann unter dem Oberbegriff der Marktkommunikation auch zu verstehen. Wir wollen also auf unserem YouTube-Kanal mal grundlegend und dann auch immer tiefer reingehend solche wichtigen auch Alltagsprozesse und Hintergründe der Energiewirtschaft auseinandernehmen. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit heute der ersten Betrachtung, relativ oberflächlich. Was ist es also Marktkommunikation? Und werden dann in nächsten Videos tiefer reingehen, uns anschauen, die technische Seite rund um Edifact. Haben wir auch schon ein bisschen was gemacht, werden das nochmal in Form bringen und dann auch ein bisschen mehr so die prozessuale Seite und die regulatorische Seite. Was für Regeln gibt es denn? Was für Gesetze und Verordnungen gibt es denn, die jetzt darauf einwirken, wie diese Marktkommunikation dann stattfindet? Aber kurz gesagt ist die Marktkommunikation der Austausch der unterschiedlichen Energieunternehmen untereinander, miteinander, um schlussendlich ja die Kundenversorgung zu organisieren und die Energiemengen korrekt zuzuordnen und da eben alles drumherum auch abzubilden. Das ist die Marktkommunikation, die MAKO. Das Ganze basiert natürlich auf verschiedensten regulatorischen Rahmenbedingungen. Na, wir haben ganz grundlegend das Energiewirtschaftsgesetz. Wir haben auch schon mal was vom NWG gemacht. Ganz wichtig dabei zu verstehen ist ja, 1935 gab es mal eine größere Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes. 1935 und dann wieder 1998. Zwischendurch, die 63 Jahre lang, haben wir das gleiche Energiewirtschaftsgesetz verwendet. Was, ja, das deutet schon darauf hin, da ist was schiefgelaufen, weil offensichtlich hat sich ja die Welt verändert. Aber die Art und Weise, wie wir Energieversorgung organisieren, die wurde nicht geändert. Das grundlegende Gesetz ist gleich geblieben in der Zeit. Und dann eben seit diesem Stichpunkt 1998, neues Energiewirtschaftsgesetz, hat sich die Energiewirtschaft neu aufgestellt. Eben zum Beispiel diese Trennung der verschiedenen Marktrollen in Kraftwerk, Netz, Messstellen, Versorgung und dann auch die Bilanzierungstätigkeiten. Es gibt Handelsunternehmen, die sich nur darum kümmern, irgendwie günstig einzukaufen beim Kraftwerk und teuer zu verkaufen im Sinne von Broking. Ne? Das sind Broker, die also hier ähnlich wie bei Aktienwertpapieren einfach mit Energiemengen handeln. Und wir wollen uns eben genau damit beschäftigen, wie all diese Marktrollen nun miteinander arbeiten und wie das alles so läuft. Denn auf unserem Kanal werden diese Videos auch ganz gut geklickt. Das scheint euch ja also auch immer tiefer zu interessieren. Ja, wie funktioniert es denn tatsächlich im Hintergrund, was da eben bei diesen Tausenden von Energieunternehmen einfach abläuft? Was wir von draußen betrachtet als Kunde nicht mitbekommen, was wir als Mitarbeiter so ein bisschen mitbekommen, weil wir einen Teil davon ja selbst auch mit bearbeiten. Aber das große Ganze, das wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Also, wie gesagt, es gibt also diese getrennten Unternehmen wegen des Energiewirtschaftsgesetzes schon mal ganz grundlegend. Das ist übrigens so entstanden, weil es auf der EU-Ebene Richtlinien gab, die einen gesamten Elektrizitätsbinnenmarkt fordern, also einen zusammenhängenden Markt in ganz Europa, wo man auch untereinander handeln kann. Aber um überhaupt so einen richtigen Handel und Wettbewerb untereinander zu schaffen, mussten wir ja die Monopolstellungen in Deutschland aufbrechen. Das ist das Thema Unbundling, haben wir schon mal an anderer Stelle behandelt, eben diese Netzentflechtung. Die Netze sind separiert, die Netze sind von der restlichen Wertschöpfung getrennt und das bedeutet eben, dass sie damit ja auch eine gewisse Verantwortung nehmen können, als Aufsicht, sagen wir mal, für die Alltagsprozesse zu schauen, ja, welcher Versorger hat in welchem Kunden tatsächlich jetzt hier zugeordnet bekommen und dementsprechend darf der Versorger den Verbrauch des Kunden auch für sich abrechnen. Ja, so. Solche Aufsichtstätigkeiten sind dann zum Beispiel beim Netzbetrieb, weil die eben getrennt sind vom Rest, die sind unabhängig, die sind finanziert durch auch Entgelte, die wir auf unserer Stromrechnung bezahlen.
und werden dann auch nochmal weiter überwacht von der Bundesnetzagentur. Und dadurch können die so ein bisschen diese Stellung auch einnehmen. Damit die das jetzt machen können, damit die so ein bisschen überwachen und steuern und regeln können, brauchen die also natürlich Meldungen. Die brauchen irgendwie Informationen, das was passiert. Zum Beispiel, dass ein Kunde sich anmeldet bei jemandem. Online-Portal, Tarif ausgewählt, Daten eingegeben, Vertragsabschluss angeklickt. Dann muss ja was passieren. Haben wir auch schon mal im Thema Lieferantenwechsel, Wechselprozesse auch hier auf dem Kanal durchgesprochen. Dann wird im Hintergrund angestoßen, der neue Versorger schickt die Infos an jetzt seine Marktpartner. Das ist Marktkommunikation. Und zwar entweder muss er jetzt eine Kündigung schicken an den alten Lieferanten oder die direkte Anmeldung schicken an den Netzbetreiber. So. Diese Anmeldung hat jetzt ein bestimmtes IT-Datenformat, und zwar EDIFACT. Da haben wir auch schon einige Videos gemacht, gerade auch, weil jetzt rund um den 1. April 2021 da verschiedene Updates kommen in den konkreten Datenformaten, also wie die aufgebaut sind, wie die angewendet werden dürfen und so weiter. Da gibt es Updates, haben wir schon mal an anderer Stelle weitreichend erklärt. Und dann werden also diese Nachrichten mit diesem Format EDIFACT hingeschickt. Dann empfängt der Netzbetreiber zum Beispiel diese Nachricht. Sein IT-System, gibt es eine ganze Menge für die Energiewirtschaft, übersetzt das dann so in eine Oberfläche und dann kann entweder das System selbst sagen, alles klar, ist in Ordnung, sieht alles sehr plausibel aus, oder ein Mitarbeiter sitzt jetzt davor und muss jetzt prüfen, ist das denn korrekt, ist das denn klar? Sind die Daten, die da drin stehen von dem Endkunden, sind die uns genauso bekannt? Denn der Netzbetreiber ist ja der Verwalter. Das heißt, der hat vom alten, vorigen Energieversorger natürlich auch schon die Stammdaten des Kunden mal bekommen. Der kann es gegenprüfen. Und genau da ist wieder Marktkommunikation im Spiel, denn es gehört zum gesamten Bearbeiten natürlich mit dazu, dass man jetzt prüft, dass man sicherstellt, dass alles in Ordnung ist, dass hier einerseits nicht ein Kunde übers Ohr gehauen wurde, bei einem Vorortbesuch, die alte Oma, ach na, wir sind hier vom so und so Stadtwerk und wir wollen Ihnen hier einen neuen Tarif geben und dabei war es irgendein Handelsvertreter von irgendeinem Versorger und solche Dinge. Ist ja alles schon so genüge passiert und kann dann auch angestoßen werden, indem man einfach die Daten von der alten Rechnung zum Beispiel abschreibt. Ne? So wird das ja dann gemacht. Es wird also geprüft, ist das plausibel? Das alles gehört noch mit zur Marktkommunikation. Das ist so die Klärungsebene, die durch die Sachbearbeiter passiert. Wird geklärt, wird gecheckt und dann kommt eine Zustimmungsmeldung oder eine Ablehnung zurück an den Absender, an also den neuen Versorger. Das ist dann wieder Marktkommunikation. Das ist dann also so eine Nachricht, die dann wieder zurückgeschickt wird. Jetzt stellen wir uns aber natürlich die Frage, ja, wie ist das denn geregelt, ne, dass überhaupt diese Nachrichten untereinander ausgetauscht werden können? Es gibt von vornherein Verträge, die diese Unternehmen miteinander austauschen müssen. Das ist dann das Thema Lieferantenrahmenvertrag, Netznutzungsvertrag. So ein Versorger, wenn der jetzt Kunden versorgen will, braucht überhaupt erstmal einen grundlegenden Vertrag mit dem Netzbetreiber, der vor Ort praktisch zuständig ist, der Lieferantenrahmenvertrag. Darin werden so die Rechte und Pflichten beider Seiten geregelt und auch wie man miteinander die Daten austauscht, an welcher konkreten Schnittstelle jetzt was gemacht wird. Und damit kann dann die Grundlage geschaffen werden, diese Massenprozesse ja auch im Alltag untereinander auszutauschen. Man lernt sich kennen, man regelt das untereinander und dann kann es losgehen, dann können die Prozesse laufen. Dann gibt es dafür jede Menge vorgegebene Regeln. Fast jeder Prozess der Energiewirtschaft ist konkret vorgegeben in seinem groben Ablauf, nämlich durch die Marktregeln, die wir haben. Das ist dann zum Beispiel das GBKE oder die GBKE, nämlich die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Das ist eine Marktregel, genauso wie diverse andere für Strom und Gas dann jeweils veröffentlicht sind. Da drin sind grobe Prozessbeschreibungen, tatsächlich auch mit so einem Sequenzdiagramm, alter Lieferant, bekommt die Kündigung vom neuen Lieferant, der prüft und schickt das zurück und dann je nachdem werden folgende Dinge getan und drunter ist eine tabellarische Erklärung, wer also in welcher Frist zum Beispiel zu antworten hat. Jetzt neuerdings, ab dem 1. April 2021, haben wir dann dazu auch noch ein sogenanntes Entscheidungsbaumdiagramm, was uns jetzt sagt, wie dieser alte Lieferant die Kündigung eigentlich zu prüfen hat. Was sind die einzelnen Prüfschritte, die er wirklich machen muss, damit er hier zu einem korrekten Ergebnis kommt? Und dieses Ergebnis schreibt ihr dann, wie gesagt, in so eine EDIFACT-Datei und schickt die dann rüber. So. Und dann kann prinzipiell der Kunde beim neuen Versorger sein, dann ist er da. Jetzt laufen trotzdem noch verschiedene Marktkommunikationsprozesse. Es werden Stammdaten ausgetauscht, wenn sie neu vorkommen, meinetwegen
eine Eingemeindung, deswegen ändert sich die Adresse ein bisschen, ist eine Standardänderung, wird es an alle Marktpartner geschickt, die dort mit drin sind. Die Energiemengen, die bei dem Kunden aufkommen, weil er ja einen Verbrauch hat und weil er ein Verbrauchsverhalten ja hat, jederzeit, ne? Er verbraucht ja jetzt irgendwann Strom. Ihr verbraucht jetzt gerade Strom, weil ihr das euch hier gerade anschaut und so. Ne? Ich verbrauche Strom, weil hier Mikrofon und Kamera irgendwie an sind und sowas. Ne? Dieses Verbrauchsverhalten wird untereinander ausgetauscht mit auch wieder Marktkalkulationsdaten. Die Abrechnung wird irgendwann auf Grundlage der Energiemengen gemacht. Das wird alles hin und her ausgetauscht. Und die Bilanzierung findet statt, die Energiemengenbilanzierung findet statt. Also ganz, ganz viele Hintergrundprozesse, die jetzt hier im Rahmen der Marktkommunikation laufen. Und das soll ein Überblick sein. Das ist jetzt super komplex gewesen. Ich habe euch ja ein paar Sachen eingeblendet. Hoffentlich habt ihr ungefähr ein Gefühl, wenn ihr ganz neu seid. Wir werden es aber in den nächsten Wochen hier eine ganze Menge detaillierter nochmal erklären. Einiges haben wir ja schon auf dem Kanal. Jetzt nochmal in einem Rutsch komplett mitmachen. Parallel kommen natürlich viele Videos zum Redispatch und Edifact und so weiteren Themen, die aktuell in Bewegung sind, EEG auch nochmal und so. Also wir machen einige spannende Themen, die jetzt demnächst kommen, aber wir wollen die Makro eben auch nochmal im ganz Besonderen bearbeiten. Wenn ihr konkrete Fragen habt, auch zu besonderen Themen der Makro, zu Teilthemen der Makro, schreibt die gerne schon mal in die Kommentare, dann werden wir die berücksichtigen in den nächsten Videos. Und dementsprechend wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.